Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Cyberia 2. Ja, ich habe es mir gerade kostenlos bei Origin runtergeladen. Es soll ja bald Cyberia 3 geben. Und das ist halt, Cyberia 2 ist natürlich schon einige Jahre alt, aber ich dachte, ich zeige euch das Spiel einfach nochmal, falls ihr das noch nicht schon mal irgendwo gesehen habt. Ja, ich denke mal, für kostenlos ist es ganz okay. Die Grafik ist natürlich nicht mehr zeitgemäß, ist klar, aber ich finde, es ist ja eigentlich trotzdem ein schönes Adventure. Also wer das gerne mag, Point-and-Click-Adventure. Also wir schauen uns das Spiel mal an. Ich glaube, ich habe es früher mal irgendwie angespielt. Have you heard anything about Kate Walker? No, sir. Nothing yet. She should have been back in New York several weeks ago. I'm afraid she's too far gone. We're losing her. She ain't gonna be coming back. Call her! Cyberia is an island. An island lost in the ocean. People say Cyberia doesn't exist, but people are so wrong. The isle is covered in the tallest grass. Strange grass that grows through the snow. Mammoths eat it all the time. They're always hungry. Wundert euch nicht, das Spiel wird nachher in Deutsch sein. You have a very high fever. Take me to Cyberia, Kate Walker. Mammoths, Cyberia, all that. It's just a dream, a kid's dream. Promise me, Kate. She's not replying to her messages, sir. Try again, damn it, try again! Hello, Miss Walker? Just a moment, please. Give me that. Kate? Come on now, pet, answer me. I understand your last mission was a hassle for you. But you know, the company has ways of showing its gratitude. Kate, it's time for you to come home now. Your place is here, in New York. Your job is here. Your friends are here. Your life. Kate? Kate? Kate Walker! I promise, Hans Varlberg. We're going to Cyberia. Also ich finde, auch wenn das Spiel schon sehr alt ist, mit der Grafik kann man doch irgendwie echt noch leben. Also ich bin mal gespannt auf Teil 3. Also doch, wird bestimmt ganz nett. Oh, Telefon. Ja? Kate Walker! Oscar am Apparat! Ihr Zugführer! Oscar? Haben Sie neuerdings ein Telefon? Herr Vorarlberg hat mir etwas gebastelt, das dem sehr nahe kommt. Er hat Ihren kleinen Apparat als Vorbild genommen. Er besitzt wirklich ein erstaunliches Können. Wir sind am Bahnhof angelangt, Kate Walker. Und wo sind wir, Oscar? Der Ort heißt Romansburg. Gut, ich sehe mich mal ein wenig um. Seien Sie vorsichtig, Kate Walker. Ja, Oscar. Ja, dann wollen wir uns doch mal umsehen, ne? Gibt's hier irgendetwas? So. Ah, dann geht's links und einmal geradeaus. Was ist denn links? Okay, die Toilette. Vielleicht müssen wir ja mal. Ich glaube ja nicht, aber. Bei dieser Kälte habe ich keine Lust zu duschen. Danke. Wieso? Gibt es kein warmes Wasser oder was? Und bei der Kälte hast du wahrscheinlich auch keine Lust, auf Klo zu gehen, oder? Bei dieser Kälte habe ich keine Lust zu duschen. Danke. Mann, so eine Warmduscherin, wa? Okay, scheint hier so nichts weiter zu sein, ne? Also ich weiß noch nicht, ob ich davon jetzt eine Let's Play-Serie mache. Eigentlich wollte ich euch das halt mal schnell zeigen.
falls ihr Interesse habt. Wie gesagt, bei Origin gibt es jetzt gerade frei aufs Haus. Wenn ihr euch das runterladet, also gehört es auch für immer euch. Gibt es keinen Haken oder so. Einfach runterladen und ich musste mir allerdings für Windows irgend so ein Teil noch runterladen, damit ich es überhaupt spielen kann. Ja, ich spiele das auf Windows 10. Ich denke mal, deswegen muss ich mir das Teil auch noch runterladen oder so, damit es auf Windows 10 spielbar ist. Aber ich finde es trotz alledem, man kann es doch echt immer noch gut spielen. Herzlich willkommen in Romansburg, der letzten Stadt vor der endlosen, eisigen Wildnis der Tundra. Emeljov Kubatschew, Kolonel im Ruhestand, Hüter der Reichsgrenzen und Leiter des hiesigen Gemischtwarenladens. Zu Ihren Diensten. Wir begrüßen die Reisenden in der Grenzstadt Romansburg. Zum Teufel! Schwamm drüber. Was soll ich noch hier? Was für eine Begrüßung. Ja, sehr herzlich, muss ich auch sagen. So, gucken wir uns dann mal ein bisschen um hier. Also, dass die auch keine Jacke anhat, mir wäre echt kalt. So, wozu auch immer das gut ist. Nichts zu machen. Oh, abgeschlossen. Na gut. Dann eben nicht. Gehen wir mal lieber rein ins Warme. Ist ganz schön kalt draußen. So, was gibt's denn hier so? Ah, Kaugummiautomaten. Bonbonautomaten. Toll. Bonbonautomaten. Und ich habe kein Geld, um... Bonbonautomaten. Wie ärgerlich. Ich wollte jetzt mal Bonbonautomaten. So eine Münze oder so. Sieht doch lecker aus. Das sind bestimmt diese... Pfefferminzbonbons, Kaugummis und kann ich nicht erkennen. Egal. So, da ist hier nochmal dieser Typ. Kaffeebo. Guten Tag. Ich heiße Kate Walker. Ich... Amerikanerin, nicht wahr? Hier in diesem verlassenen Nest, das sieht man nicht alle Tage. Ich bin Colonel Emeljov. Ich bin, wenn du so willst, für die Verwaltung dieses Ortes zuständig. Aha. Wir sind gerade mit dem Zug eingetroffen. Welch erstaunliche Stadt. Ich kann kaum abwarten, sie zu besichtigen, Colonel. Es gibt hier leider nicht viel zu sehen. Man kann zwar sagen, immerhin gibt es überhaupt etwas, denn jenseits von hier... ist gar nichts mehr. Endlose, weiße Wüste. Eisiges Sibirien. Sie sind hier in der Tat im letzten Bollwerk der Zivilisation. Ja, ich habe ja gerade gesehen, irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen hatte. Auf jeden Fall kann man es ja Siberia 3 schon vorbestellen. Was habe ich gesehen? 49,99 ist natürlich ein Haufen Geld, ne? Der Freund, der mich begleitet, war schon einmal hier. Er heißt Hans Vorarlberg. Kennen Sie ihn? Ich bin noch nicht sehr lange hier. Aber Siberia sind doch schon also ziemliche Klassiker, finde ich. Sagen Sie, Colonel, warum ist da ein Tor, das den Zugang zur Treppe versperrt, die zur unteren Stadt führt? Unten ist unten und oben ist oben. Die Leute sind anders und ihre Beschäftigungen sind auch anders. Du verstehst schon, was ich meine, Kate. Nö. Verstehe ich nicht. Sagen Sie, Colonel, kommen hier viele Züge vorbei? Nein. Aber ich bin ja noch nicht lange hier. Wir fahren immer weiter nach Nordosten. Eine große Reise mit unbegreiflichem Ziel. Es ist wohl so, dass ich einen alten Mann irgendwohin begleite.
seinen letzten Träumen. Ja, Leute wie du kehren am Ende nie mehr nach Hause zurück. Warum nicht? Aber wie kann ich denn nach unten gelangen? Das ist nicht zu empfehlen. Alle Nichtsnutze, die sich in der Steppe herumtreiben, landen früher oder später in unserer kleinen Stadt. Und mir ist es lieber, die bleiben da unten. Ich verstehe nicht, Colonel. Ich bin ein Soldat. Ich tue, was man mir befiehlt. So ist das eben. Kein anderer Reisender kommt je hier vorbei. Wo sollte der denn hinwollen? Jenseits dieses Bahnhofs ist nichts mehr. Tja, ich will Sie nicht länger aufhalten, Colonel. In Ordnung. Bis später. Na, das sind ja schöne Aussichten. Jenseits des Bahnhofs ist nichts mehr. Und ich kehre nie wieder zurück. Colonel Emeliev. Ha! Kate Walker! Wir fahren nach Siberia. Einer Insel dort am Ende des eisigen Sibiriens. Es wird eine lange Reise. Wir brauchen Ausrüstung. Was meinen Sie dazu? Siberia? Den Ort kenne ich nicht. Da kann ich dir keinen Rat erteilen. Tja, ich will Sie nicht länger aufhalten, Colonel. In Ordnung. Bis später. Bis später. So, was gibt's denn hier noch so Schönes? Ein Schlüssel. Ob das der für die Treppe ist, dass ich in die untere Stadt komme? Wer weiß das schon? So. Ich will ja nichts übersehen. Das passiert ja schnell bei solchen Spielen. Ja. Kate Walker. Wir können ja gleich mal den Schlüssel ausprobieren. Kann ich hier vorne noch irgendwas machen? So. Nichts zu machen. Wie komme ich jetzt ins Inventar? Also nichts zu machen, sagt sie. Muss doch irgendwie so ein Inventar oder sowas haben. Ja, da ist das Inventar. Will ich den jetzt nehmen? Geht's nicht? Scheinbar nicht. Nichts zu machen. Das ist jetzt aber irgendwie doof. So, hier waren wir da auch noch nicht, ne? Irgendwas stimmt mit dieser Maschine nicht. Ich
Ja, ich denke mal, das dürfen wir nachher wieder reparieren. Oh, hallo. Wer bist denn du? Was für eine seltsame Stadt, Oscar. Was meinen Sie? Züge sollten überhaupt nie anhalten. Ich mag weder Bahnhöfe, Kate Walker, noch die Städte ringsherum. Nun übertreiben Sie aber. Oh, alles ist hier so düster. Und ich mag diese Häuser unter den Gleisen nicht. Mir ist das unheimlich, Kate Walker. Wir müssen vorsichtig sein. Ah, Oscar, alter Angsthase. Man ist halt, wie man ist, Kate Walker. Okay. Manchmal denke ich, ich sollte nach New York zurückkehren. Bereuen Sie Ihren Entschluss, Kate Walker? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Sie je nach Hause zurückkehren werden, Kate Walker. Dafür ist es nun zu spät. Oscar, es ist nicht vorgesehen, dass ein Automat psychologische Betrachtungen anstellt. Wo ist Hans? Er ist im letzten Waggon. Ich vermute, er arbeitet wie gewöhnlich. Er kommt wirklich nie zur Ruhe. Arbeit, für die man sich begeistert, ist nie mühsam, Kate Walker. Ja, wahrscheinlich. Glauben Sie, dass wir dem Ziel nahe sind, Oscar? Auf jeden Fall wird es immer kälter. Ich persönlich habe kein Ziel, Kate Walker. Aber der Zug und ich selbst sind nicht darauf ausgelegt, ewig zu funktionieren. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie über diese Dinge nur mit Herrn Vorarlberg reden könnten. Diese Geschichte mit den Mammuts, was halten Sie davon, Oscar? Kate Walker, es steht mir nicht an, Meinungen über die Träume und Utopien der Menschen zu haben. Natürlich, gewiss. Am Ende unserer Reise werden wir Siberia finden. Nicht wahr, Oscar? Kate Walker, ich bitte Sie, Ich bin nicht darauf ausgelegt. Ich bin nur ein einfacher Automat. Ich weiß, Oscar. Ich hab's verstanden. Oscar, ist Ihr Zug in der Lage, weiterzufahren? Ich muss schon bitten, Kate Walker. Ich pflege ihn schließlich mit größter Sorgfalt. Ich weiß. Ich dachte nur, dass das strenge Klima hier... Er ist darauf ausgelegt, Kate Walker. Er muss nur wieder aufgezogen werden. Und Sie haben natürlich nicht vor, sich selbst darum zu kümmern. Mein komplexes Räderwerk ist sehr empfindlich. Es verträgt die Kälte schlecht, Kate Walker. Natürlich, Oscar. Natürlich. Bis später, Oscar. Auf Wiedersehen, Kate Walker. Na, das ist ja mal toll. Ein Zug, den man aufziehen muss. Naja gut, jetzt habe ich euch das Spiel schon mal gezeigt und ich würde sagen, dann verabschiede ich mich erstmal von euch und sage bis zum nächsten Mal.